Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Martin. Grüß dich. Wir sind Martin. Zumindest mal Namensbrüder. Nur beneide ich ihn drum. Ich würde auch gerne so Gärten gestalten können. Wie Martin, wir sind hier wo? Wir sind hier in Georgsmarienhütte in Nordwestdeutschland. Also kurzum, für einen Schwabe fühlt sich das an wie am Arsch der Welt. Ich bin 5 Stunden Auto gefahren, bin um 6 Uhr ins Auto gestiegen und ich habe ja schon viele Bilder gesehen von Martin, die er mir gezeigt hat. Du warst auch im Home Entertainment mit drin. Okay. Und als ich das hier gesehen habe, habe ich wirklich... Der erste Gedanke war, die kleine Bäckerei auf der Insel Miyajima. Okay. Der hat einen Teich, so groß wie deiner. Wie viel Kubik hat der aus, so 10 Kubik? Der hat 11 Kubik hier. Das sieht ich wusste mehr. 11, ich wollte es nur nicht sagen, weil du es mir mal gesagt hast. der in Miyajima hat vielleicht 8 Kubik, auch wenig Koi, wenig Wasser. Das Wasser gar nicht so dominant, sondern... Der Garten lebt. Du machst das hauptberuflich, du bist Gärtner? Ich bin seit 6 Jahren selbstständig. Hast du das gelernt? Ich habe 25 Jahre Berufserfahrung, habe das gelernt und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt musst du es machen, jetzt musst du es anpacken. Denn wenn du Rentner bist und irgendwann alt bist, will ich nicht sagen, ich habe es nie probiert, ich war zu feige und dann habe ich den Schritt gemacht und das war die beste Entscheidung. Und du baust überwiegend jetzt Koi-Teiche und Japan-Gärten? Das ist meine Leidenschaft. Wir versuchen das überwiegend Koi-Teiche und Japan-Gärten zu gestalten. Es muss nicht immer japanisch sein, aber dieses Esprit liegt uns halt eben ganz gut. Und ja, natürlich auch Terrassen, Wasserspiele. Thema Wasser ist immer bei uns angesagt. Und mit Pflanzen. Ich bin völlig sprachlos. Ich denke gerade, ich stehe mitten in Japan. Okay. Konishi hätte mich zu irgendeinem Kunden hinten kommen. Wir gehen noch zu Sato-san. Hi, Konishiwa. Und dann sehe ich mich hier mit so einem Schälchen Grüntee durch den Garten und alles bewundern. Ich bin echt sprachlos. Darum muss ich dich jetzt auch gerade unterbrechen. Warst du mal in Japan? Nur in der Fantasie. Das erinnert mich an Karl May. Der war auch nur in der Fantasie. Es steht auf der Agenda-Liste, der To-Do-Liste. Tu mir einen Gefallen. Geh nie nach Japan. Verfolge deinen Stil weiter. Du musst nicht abkupfen, du musst nicht kopieren, du musst dir das gar nicht angucken. Verfolge deinen Stil. Und dafür nehmen wir jetzt die Kamera auf die Hand. Dein Wasser sieht traumhaft aus. Deine Koi sind hübsch. Ja, die sind ja von dir, ne? Danke. Ein bisschen Blumen muss ich ja zurückbekommen. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, das ist einer der schönsten Gärten, die ich seither mit Modern Koi besucht habe. Und da meine ich, jetzt mache ich keinen Spaß und bei sowas würde ich auch nie einen Spaß machen. Und vor allem habe ich das Gefühl, muss ich dir ehrlich sagen, dass die Pflanzen, aber korrigiere mich bitte, dass die Pflanzen hier nicht das sind, was im Laden nachher 10, 15, 20.000 Euro kosten, sondern eher normal gehölzt in Form gebracht. Das ist alles, oder bin ich jetzt unverschämt? Die sind nicht eingekauft, die Pflanzen, so wie sie sind, sondern alles von Hand gestaltet, von meiner Hand sozusagen. Wie lange hast du da dran gestaltet? Wie viele Jahre? Mit diesen Scheren und mit japanischen... Martin mit den Scheren hinten. Japanischen Heckenscheren und all sowas. Das ist zum Beispiel jetzt ein Notophagus, das ist eine Pfennigbuche, kommt aus Neuseeland ursprünglich. Wächst normalerweise ganz wild, urwüchsig, aber dann durch... Bambusstöcker und so weiter. Wie viele Jahre hast du gebraucht, bis sie so dauert aussehen? Diese jetzt, ich sag mal, 12, 13, 15 Jahre, denke ich mal. Okay. Dieser Garten besteht seit 2005, habe ich angefangen, Stück für Stück. Erst mit der Terrasse, wo wir draufstehen. Und dann hat sich über die Jahre immer wieder das eine und andere zusammengefügt. Ich hatte erst eine Vision, wie es aussehen soll. Aber natürlich muss das nötige Kleingeld ja auch da sein. Aber alles das, was ich machen wollte, habe ich ohne Kompromisse gemacht. Ja? Das gebe ich dir recht. So, weißt du, was mich gerade ganz begeistert? Deine Teichumrandung. Man sieht keinen Rand nirgends. Du bist überall hergegangen, hier ein bisschen. Aber du bist die Steine drüber gelegt. Ja. Ist auch alles Naturstein oder ist da Kunststein dabei? Ja, das fragen alle. Das ist ein Naturstein. Man wird auch gefragt, wo bekommt man denn so etwas? Ja, man muss einfach man muss überall seine Augen und Ohren offen halten. Bei allem, was man sieht, was man toll findet, mal ein Foto machen und dann weiß man, wo es liegt. Und irgendwann wird sich dann die richtige Stelle dafür finden, sei es eine Pflanze, sei es ein Stein. Und es ist ja auch so, dass du deine Koi, um auf die mal ganz kurz einzugehen, die hast du eigentlich alle, du hast nie die wirklich teuren bei uns gekauft, sondern eher die einfache Qualität und großgezogen. Das waren 12 Jumbo Tosai.
Die habe ich im Jahre 2019 gekauft. Dann habe ich den Teig ja auch den Teig angelegt. 2019 war das. Mhm. Und dann hast du mir 5 Karaschis mitgegeben. 2 davon habe ich wieder verkauft. 3 sind noch drin. Du bist ein Dealer. Ja, ich bin ein Dealer, ja. Okay, weiter? Ja, genau. Und dann ja, kriegen die gutes Futter natürlich. So wie du das propagiert hast all die Jahre, habe ich davon das Beste rausgezogen für mich. Ne? Also alles. Ich habe das mit meinen Ideen kombiniert. Ich habe mir damals, ich gucke das schon seit 2016 ungefähr oder 15. Es gibt es ja seit 16. Wenn du seit 15 geguckt hast, dann sag echt? Mir bitte wo. Okay, dann irgendwann bist du dann aufgetaucht. Und dann habe ich mir dann jede Menge Notizen gemacht, DIN A4 seitenweise. Und habe das einfach gedacht, ey cool, jetzt vielleicht, du sagst immer, man sagt ja immer, man baut einen Teich 2-mal, 3-mal, 4-mal. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte das einmal richtig machen. Und ich habe früher viele Schwimmteiche gebaut, Naturteiche, also in der anderen Firma, wo ich 16 Jahre war. Und dann habe ich die Liebe für Teiche, für Natur, habe ich ja durchs Wandern, durch den Teutoburger Wald, wo ich ja herkomme. Und geh mal den Wasserfall entlang. Genau, geh mal den Wasserfall entlang. Der ist ein Hammer. Genau, der Wasserfall war im Übrigen auch vor dem Teich schon da. Und das lief zuerst in ein... Also du hast langsam mit dem Thema Wasser angefangen. Erstmal mit dem Wasserfall. Das lief zuerst in ein Bassin, was mit einer Rosse abgedeckt war, weil ich auch keine Kinder hatte. Damals waren die klein. Ich habe 3 Mädels. Sind die gewachsen? So gut wie unsere Koi? Erwachsen sind die noch nicht, aber die eine... Gewachsen. Ich frage, sind sie gewachsen? Weil du gesagt hast, du hast kleine Kinder. Ja, die sind mittlerweile 11, 15 und 18. Oh ja. Genau, und vorher durfte ich den Teich gar nicht bauen. Hatte meine Frau ein Veto eingelegt. Das war das einzige Veto, was sie eingelegt hat. Sonst habe ich hier komplett freie Hand gehabt. Da bin ich dankbar drum. Die Hütte hast du auch selber gebaut? Also das Teehaus? Das Teehaus, wir nennen es Yoga-Hütte oder Yoga-Haus. Meine Frau macht da Yoga drin. Ja, meine Kinder gehen da rein zum Feiern. Aber also wenn wir aufmachen, liegen da jede Menge Red Bull-Dosen und Wodka-Flaschen rum. Papa wird dann böse, Mama besonders. Muss immer gefegt sein, immer gesaugt sein. Ich mach's mal auf. Also das habe ich, dieses Teehaus, kann man auch Teehaus sagen, habe ich letztes Jahr im Frühjahr gebaut. Da, selber? Mit meinem Onkel zusammen. Was kostet so ein Teehaus, wenn du das baust? Circa? Zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Sind nicht billig, die Dinger, gell? Ja, aber das ist alles... Aber du hast Tatami drin. Tatami drin, genau, jawohl. Das ist wirklich eine Yoga-Hütte. Das ist eine Yoga-Hütte, genau. Wunderschön. Mit Lärchenholz. Ja, das riecht man. Ah, ne, die Japaner machen es mit Zedernholz, gell? Ja. Du hast mit Lärche gemacht. Das ist hier japanische Lärche, japanische Lärche, sag ich schon. Sibirische Lärche und europäische Lärche. Aber alles auch hier... Mit dicken Bohlen, ne? Also ich mag es gerne schon, ja, dass es handfest ist, dass man richtig was in der Hand hat. Das ist das, was mich begeistert. Die wirkt massiv, die wirkt nicht fipsig. Genau. Also die wirkt wirklich japanisch und sie wirkt wirklich professionell. Oben hast du Schieferndach drauf, sehe ich. Genau, das hat mir ein Dachdecker aus dem Erbsandsteingebirge da drauf genagelt mit mir letztes Jahr. Mhm. Ach Quatsch, das ist ja, das Teehaus ist 2 Jahre alt, Entschuldigung, 2 Jahre. Und das Schieferdach ist 1 Jahr. Okay, genau, das hast du nachgebessert. Das habe ich dann drauf gemacht. Genau. So, ich frage jetzt einfach mal ganz unverschämt, aber wir gucken uns jetzt den Boden nochmal an. Ohne das Teehaus. Ja. Hier, du musst diesen Weg filmen hier. Das ist so ein original japanischer Weg mit diesen Borden an den Seiten, wie man das so macht. Und dann dieses Giraffennetzmuster da drin. Ich habe gerade vorher, wo ich die Autobahn, bevor ich kurz abgefahren bin, war ein Schild, da war eine Giraffe drauf und dann. Unterirdischer Zoo. Unterirdisch. Der heißt aber nicht, dass er unterirdisch schlecht ist. Wie kann man Giraffen unterirdisch halten? Da brauche ich ja riesen Tunnel. Ja, das war jetzt Spaß. Die müssen halt einen langen Hals haben. Ja, Nacktmulche. So. Da sind ja für Nacktmulche und irgendwelche Tiere, so. Die unter der Erde wohnen. Ach genau. So. Weil das der Zoo Osnabrück ist hier gar nicht so weit weg. Genau. Ja. Also hier die Schokoladenseite deines Gartens. Genau. Wenn du jemanden 10.000, 11.000 Liter Teich baust, mit dieser Umrandung, die Filtertechnik schauen wir uns gleich noch an, mit dem Wasserfall, mit den Pflanzen, wo wir ja sagen, die sind jetzt nicht
die top durchgestalteten oder im Moment des Kaufens nicht die top durchgestalteten Solitärgewächse. Was kostet so ein Garten? Roundabout. Das würde ich niemand festnageln. 40.000 Euro. 40.000? Ja. Cool, das ist eine Hausnummer. Genau. Also eine kleine Hausnummer. Ja, also es ist besser, wenn man sagt, man macht eine Gartengestaltung nicht im Gießkannenprinzip. Man macht hier etwas und dort etwas im Garten verteilt, sondern man bündelt die finanziellen Mittel und die Energie, die man hat, in ein einziges Projekt hinein. Und dann mache ich es immer so gerne, dass ich das ganze Projekt immer gerne zur Terrasse ziehe. Darf ich auch Richtung Wohnzimmer filmen? Alles. Nur mein Schlafzimmer, das ist unaufgeräumt. Okay. Du hast eine schöne Sonnenbrille. Ja. Und dann genau, alles in ein Projekt reinballern an Energie und an finanzieller Kraft, die man hat. Und erst dann ist man wirklich zufrieden. Genau. Und dann, wow. Und dann kann es auch, ja, dann sitze ich denn hier und dann habe ich immer... Ich brauche ein Bier. Jeden Morgen dann hier sitze ich dann mit dem Kaffee so, ja, und dann kann man es hier aushalten, ja. Das kann man. Hier in dem Becken hatte ich auch schon mal Fische. Das hast du mir ja schon mal irgendwo gezeigt oder hast du Video geschickt für Home Entertainment? Ich habe ein Video bei Home Entertainment, aber... Das ist Sauerei, gell? Das ist... Ich habe 3 Jahre Spaß dran gehabt und letztes Jahr habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr, weil das Ding 3-mal so viel Arbeit macht wie der Teich. Mhm. Und die Scheiben veralgen dann auch von unten, gell? Ja, da musst du putzen, immer jeden Sonntag mit 1,5 Stunden Arbeit. Sah toll aus, war echt ein Hingucker. Die Leute, die haben mich für verrückt erklärt, wo ich erst gesagt habe, das ist ein alter Heizungsschacht hier, ne? Da ist ein Konvektor-Heizkörper waren da drin. Ah, okay. Und dann habe ich immer irgendwann damals schon gesagt, ich mache da ein Fischbecken von. Ein begehbares. Wie gesagt, du spinnst wohl. Und dann habe ich das hier laminiert mit Epoxidharz, also Glasfasergelege. Wie hast du deinen Teich abgedichtet? Auch Epoxidharz? Wir haben ein anderes Verfahren. Wir bauen ausschließlich Betonteiche. Mhm. Ne? Keine Folienteiche mehr, keine PE-Teiche. Bei diesen Schalbetonsteinen haben wir den Vorteil, dass wir alles Mögliche auflegen können an Steinen, dass wir diesen schönen Überhang bekommen. Statisch bestimmt halt. Genau, dass wir diesen Überhang bekommen und die Steine bekommen halt eben hinten noch einen Anker mit einem Fundament, wie beim Kran, sag ich mal. Die hätten am Ausleger nochmal am Arsch hier so ein Gewicht hat zum Beispiel dieser große Stein das auch, ja. Hat dann drei Muniereisenstäbe drin, die sind dann nach hinten, der würde sonst reinfallen. Okay, ne? Logisch. Genau. Manchmal machen wir es auch, dass wir die Steine ausklinken, dass wir die Wasseroberfläche berühren. Ja. Genau. Super. Martin, im nächsten Block. Der erste Block war schon mal Weltklasse. Wie viele Gärten werden wir heute sehen von dir? Wenn wir schnell sind, 6. Also, und dann werden wir schnell sein. Dann machen wir uns im nächsten Block über deinen Filter her. Da bin ich auch gespannt, weil du bist ja nicht weit von Oase weg. Und dann 20 Minuten. Dann bin ich mal gespannt, wie sehr du dich denn verbunden fühlst. Klar. Bis dann. Ciao. Ciao.